das Szenario, dass wenn man von einem großen Schiff verfolgt wird, kann man ganz einfach sich gegen den Wind richten mit dem Schiff hier, mit dem kleinen, und ist man schneller als das große Schiff. Das ist so ein kleines Detail. Egal, lass mal einsaufen. Cheers. Genau. Okay, das ist wohl so ein Riddle. Okay, jetzt gibt's hier die Karte. Dann kannst du mal kurz gucken, ob du die Sunken Grove findest. Da machst du mal ein Kreuz. Genau. So. Das heißt, das ist Nordwest-West. Der Wind kommt von da. Lassen wir erstmal die Segel ausrichten. So. Und dann macht man so. So, und dann. So. Jetzt lass mal den anderen Kabel machen. Nice. Ja, es geht direkt los. So, wir müssen nach Nord. Das Westen. Man kann ja auch so richtig hin. Man riecht richtig das Salz in der Luft, ne? Ah, schön. Seemannsgefühle. So, eine krasse Undock-Action. So, aufpassen, hier gibt es so fiese Sandbänke. Wenn man da auffährt, da geht auch dein Schiff futsch. Gib mal noch ein bisschen mehr Power. Kleines bisschen. Ja. Können wir den Anker hier lenken. So, auf geht's. Galgenbaum. Ja, lass mal. Ja, das wird schwierig. Lass mal hier. Wir müssen nach vorne rüber. Lass mal hier rüber schwimmen. Aber halt dein Auge offen nach Haien. Haie sind zu fies, da muss man aufpassen. So, hier siehst du jetzt eine Schlange. Jetzt spielst du einen Song. So, und jetzt kann man die kaputt hauen. Beißen ein. Aha. Sniper-Gewehr. So, es soll jetzt hier einen Galgenbaum geben, ne? Das hier, glaube ich? Ich weiß es nicht. The Hangman's Tree. Aber ich glaube, es ist hier. Versuch mal hier zu graben. Ah, noch ein bisschen näher. Oh. Ne? Versuch mal hier. Auch nicht. Ah, hier! Komm mal zu mir. Hier. Das Geile, was hier fühlst, ist, alles ist physikalischer Gegenstand. Das heißt, du kriegst jetzt nicht die Kisten dann Menü gedroppt, sondern musst die Kiste jetzt transportieren und auf unser Schiff bringen. Genau, und die Kiste immer ganz nach unten verstauen, weil im Falle, dass andere Piraten uns kentern, wollen wir es ihnen so schwer wie möglich machen, um so einen Schatz zu bekommen. Krass, ja. So. Oh, das ist ein Schiffwrack! Da ist ein Schiffwrack! Ich habe noch nie ein Schiffwrack gesehen. Lass mal da hin. Okay, dann wollen wir mal da rein, ne? Angst. Achso, komm ruhig rein ins Schiffwrack. Ich bin schon unten drunter. Ah, da bist du. Wenn du hier hochkommst, hast du noch Luft, ja? Oh! Oh, Captain's Chest!
Schnell, Alter, die gibt uns richtig viel Geld. Ich häng fest, ich häng fest. Die gibt uns richtig viel Geld. Oh ja, ja, ja. Okay, es sah gerade nur so aus wie ein Segel. Okay, da ist kein Schiff. Okay, sorry. Ich bin nur. Ja, ich bin nur verdammt paranoid. Also noch nicht Akku hochmachen. Erst noch. Gut, dann lassen wir weiter. Anker? Nice. So. Ich nehme mal direkt erstmal unsere Captain-Truhe. Und hier und die Schädel kannst du auch schon mal mitnehmen. Zu dieser einen Tussi. Boah, die Truhe, ne? Jetzt pass mal auf. Auf jeden Fall kriegen wir über 1000 Gold, glaube ich. Die gibt immer richtig viel Asche.